Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist total. Ja, dann musst du das halten. Ich kann das. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich habe so eine zittrige Hand. Achso, dann müssen wir die Position wechseln. Ja. Ja, gut, sorry. Dann musst du halten. Ich weiß nicht, ob ich halt so einen zittrigen habe. Man wird halt nicht jünger. Okay. Willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo! In diesem Video möchten wir euch mal ein kleines Update geben zum aktuellen Krankenstand bei unseren Schweinchen. Also wie geht's jedem und was sind aktuell die Baustellen bei den Schweinchen? Unter dem letzten Video hatten wir nämlich ein paar Kommentare und auch auf Instagram, warum die dann so viele Medikamente bekommen. Und das beantworten wir auch in diesem Video. Genau, aber bevor wir damit anfangen, möchten wir uns noch bei euch allen einmal ganz recht herzlich bedanken. Seit Hinas Verlust haben wir ganz viele Kommentare und auch ganz liebe Nachrichten von euch bekommen, die uns sehr berührt haben und uns sehr geholfen haben in der Zeit. Dafür möchten wir uns wirklich sehr bedanken. Vielen Dank, das bedeutet uns wirklich viel. Allerdings sind wir noch nicht dazu gekommen, die zu beantworten, weil immer wenn wir das lesen, dann kommen wieder Tränen und das schaffen wir aktuell noch nicht. Aber die werden noch beantwortet. Es kommt aktuell halt sehr viel wieder hoch dann immer. Mhm. Aber wir sind trotzdem sehr dankbar für die ganzen Nachrichten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir mal und gehen mal auf die Schweinchen, was aktueller Stand bei uns ist. Mit wem fangen wir denn jetzt an? Ich würde sagen, wir fangen einmal mit Shiroi an. Okay, dann fangen wir mit unserem kleinen großen Fluff an. Sie sitzt da gerade so und ist so am Fressen. Ja, Shiroi ist auf jeden Fall das Schweinchen, was am meisten Medikamente kriegt. Sie hat nämlich ein viel zu großes Herz, was eigentlich ja ganz gut ist, aber nicht in dem Sinne, sondern... Nicht organisch. Nee, genau, nicht organisch. Und... Dadurch, dass das Herz so groß ist, wird ein Teil der Lunge weggedrückt, weil das Herz halt einfach mehr Platz braucht. Ja, und dadurch hat sie halt Herz- und Lungenprobleme und kriegt unter anderem herzstärkende Medikamente, Medikamente zur Entwässerung. Und jetzt muss ich gerade selbst kurz überlegen, welche bekommt sie noch? Ja, ich glaube 3 verschiedene Medikamente fürs Herz, sondern Entwässerung, Schmerzmittel, 2-fach, also eine Menge bekommt sie. Aber sie ist eine ganz brave Maus und nimmt das alles freiwillig im Gehege. Entsprechend ist sie auch das stressfreiste Schweinchen, was Medikamentengabe angeht. Sie ist eine ganz feine Maus, da sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber. Und sie ist aktuell auch von den Medikamenten sehr gut eingestellt. Allerdings merkt man dadurch, dass das Herz zu groß ist und auch die Lunge entsprechend weggedrängt wird, dass ihr gerade hohe Temperaturen im Sommer und auch hohe Luftfeuchtigkeit, wie wir aktuell haben, ein bisschen zusetzt. Sie ist dann ein bisschen weniger aktiv und liegt mehr rum und ist einfach im Gesamten ein bisschen schlapper. Das haben wir beim Blick und beobachten wir und gegebenenfalls müssen wir damit zum Tierarzt, je nachdem, wie sich das entwickelt. Genau, mittlerweile haben wir einen geschulten Blick dafür und falls sich irgendwas Gravierendes ändert, handeln wir sofort. Aber sonst ist sie ein großes, glückliches Schweinchen. Wollen wir jetzt mit Rookie weitermachen? Wir machen, der sich gerade so hingelegt. Genau. Und zwar, Rookie geht's gut. Sie hat keine Lust auf Videos. In den letzten 2 Wochen hat sie Augensalbe bekommen, weil ihre Bindehaut, die war nicht entzündet, aber die guckt ein bisschen raus. Wenn Rookie mal ein bisschen näher kommt oder die Kamera da halt näher dran ist, kannst du die mal da näher ranmachen, weil ich bin ein bisschen klein und bekomme das nicht so hin. Kann ich machen. Also näher ans Auge und auch, dass es fokussiert. Ja. Genau, da sieht man unten am Rand, das ist jetzt weiß durch die Creme oder beziehungsweise durch die Salbe. Und vorher war das halt rot. Das hat auch irgendeinen bestimmten Namen, aber mir fällt gerade der medizinische Begriff nicht dafür ein. Wow, Bumi, braucht mehr Screentime, glaube ich. Bumi, du bist gleich erst dran. Auf jeden Fall hat sie da 2 Wochen lang eine Salbe für bekommen und mittlerweile ist es auch besser geworden. Aktuell sind wir in der Phase, wo wir abwarten,
Ja, und das weiterhin beobachten. Aber sonst geht es ihr gut. Sie braucht keine weiteren Medikamente, jedenfalls aktuell. So, machen wir jetzt Milka? Ja, willst du Bummi machen, weil er sich so aufgedrängt hat. Der Popcorn hier auch gerade komplett rum. Wir haben gerade sauber gemacht. Der ist auf jeden Fall glücklich. Beziehungsweise Badmatten getauscht. Das ist echt niedlich. Okay, dann machen wir mit Bumi weiter. Wenn er sich dann blicken lässt, da. Jetzt hat er sich da hingelegt. Toll. Naja, Popcorn ist auch anstrengend. Auf jeden Fall, Bumi ist ja unsere Wundertüte. Er hat eine Mittelohrentzündung, die wir behandelt haben mit Antibiotikum. 3 Monate lang. Das ist jetzt aber zu Ende. Er bekommt jetzt nur noch Schmerzmittel. Was ist denn los mit den Schweinchen heute? Die wollen nicht ins Bild. Gerade wollte er unbedingt, jetzt wieder nicht. Ja, du siehst Maus. Genau, das beobachten wir, ob er sich irgendwie verhält oder in den Kopf schief hält oder so, aber das macht er aktuell gar nicht. Dann hat er ja noch seinen Herzfehler. Da kriegt er Medikamente gegen. Das genau. Haben wir auch ganz gut im Griff aktuell, das sieht soweit ganz gut aus. Genau, er bekommt nur herzstärkende Medikamente. Und ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von Chiro, weil die da so süß schläft. Das muss ich euch zeigen. Und mit der Pfote da. Oh, wie süß bist du? Okay, auf jeden Fall. Kurz zusammenfassen. Genau, Mittelohrentzündung haben wir unter Beobachtung. Kriegt er Schmerzmittel gegen. Genau. Dann Herzprobleme, da kriegt der herzstärkende Medikamente für. Aktuell ist mit dem Herz alles okay. Genau. Dann noch mit seinem Zahn, mit seinem dritten Zahn. Es gab 2 Optionen. Die erste war, er fällt raus und wächst nicht wieder nach. Er ist rausgefallen, aber er ist leider wieder nachgewachsen. Und jetzt haben wir zum Glück den zweiten, ja, was sagt man, Lucky Case. Dass der Zahn wie die anderen mitwächst und ganz normal abgenutzt wird. Genau. Dazu blende ich nochmal Bilder ein. Das ist wirklich, wirklich gut, wie es aktuell läuft. Wir müssen nicht mehr jeden Monat einmal zum Zahnschleifen hin, sondern der wird einfach ganz normal mit abgenutzt. Also das ist jetzt so ein ja, etwas größerer Zahn, aber der untere schafft es, den mit abzunutzen. Und toi, 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 bleibt das hoffentlich so. Oh ja. Ja, und Bumi ist unsere Grabmilben... Brutstation, genau. Ich wollte gerade sagen, wie formuliert man das am besten? Wir hatten ja schon mal behandelt. Das lief auch alles positiv, aber jetzt sind sie halt wieder zurück. Ja, leider kann man jetzt nicht seinen Rücken sehen. Der hat gar keine Lust gerade. Obwohl er sich vorhin so aufgezwungen hat. Ja, warst du zu glücklich und jetzt nicht. Auf jeden Fall ist sein Rücken wieder ein bisschen kahler. Und wenn er gleich hier nochmal rumläuft, da können wir gleich nochmal draufhalten, würde ich sagen. Hä, wo hast du das denn her? Hat sich gekratzt und frisst jetzt plötzlich was. Da ist die süße Milka. No. No. Willst du Milka erklären? Kann ich machen. Tatsächlich ist sie aktuell auch relativ umgänglich, was Medikamente und Co. angeht. Sie hatte ja Ende letzten Jahres eine Blasensteine, die wir zum Glück rausmassieren lassen konnten. Und seitdem ist die Blase auch unauffällig. Wir geben ihr aber weiterhin aktuell immer pflanzliche Mittel dagegen, um das einfach ein bisschen vorzubeugen, dass da wieder was passiert. Und toi toi toi, wird da hoffentlich nicht wieder was kommen. Ansonsten überlege ich gerade, was hatte sie denn noch? Ah ja, sie hat die Innenohrentzündung, genau. Da kriegt sie Schmerzmittel gegen. Das ist aktuell auch unauffällig. Da sind keine Veränderungen sichtbar, auch nicht im Verhalten. Was sie allerdings davon hatte, ist ja, dass die Zähne sich so komisch abgeschliffen haben, so richtig spitz. Das tat auch immer richtig weh, wenn sie einen gebissen hat. Das ist mittlerweile auch besser geworden. Es ist noch nicht ganz perfekt, so wie es eigentlich sein muss, aber es ist deutlich besser. Man kann nur noch so eine ganz leichte Kurve sehen. Da fügen wir auch nochmal Bilder ein, dass man nochmal sieht, wie es am Anfang war und wie es aktuell ist. Aber an keiner Stelle hatte sie Probleme zu fressen oder die Zähne abzunutzen. Die mussten nicht einmal geschliffen werden bei ihr. Das hat alles immer ganz gut so geklappt. Trotz der V-Form. Total kurios. Ihre Medis nimmt sie übrigens auch freiwillig. Da ist sie auch eine ganz brave. Das haben wir noch bei Bumi vergessen zu sagen.
Bumi nimmt die semi-freiwillig. Mal ja, mal muss man ihn ein bisschen überlisten, aber im Großen und Ganzen nimmt das auch im Gehege. Ja. Bei ihm kann man auch die Grabmilben einmal zeigen. Ja, genau. Da sieht man das auch, dass das ein bisschen kraterig bei ihm ist. Und hier halt dieser Ring, wo er wenig Haare hat und sich dann viel kratzt. Wie gesagt, wir haben letztens auch wieder gespottet. Ja, und da warten wir jetzt mal ab, dass das wieder wirkt. Jetzt haben wir auch Milka ein bisschen abgewürgt, aber ich glaube, die ist ganz froh, dass sie jetzt weiter schlafen kann. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt kommen wir noch zu unserem letzten Schweinchen, unser aktuelles Sorgenschweinchen. Ja, nein, macht uns wirklich aktuell ein bisschen Sorgen. Und zwar die kleine Nami-Maus. Ja, da wissen wir nicht so recht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall hat sie aktuell eine akute Blasenentzündung. Wahrscheinlich ist es vom Grieß her, also dass sie Blasengrieß hatte, der sich gelöst hat während Chinas Behandlung, weil die haben ja dann auch alle vermehrt Blasen- und Nierentee und so bekommen. Und ich glaube, so haben wir das aufgeschwemmt und dadurch ist ja jetzt die Blasenwand ein bisschen entzündet und daher jetzt die Blasenentzündung. Aber das ist alles nur Vermutung, weil im Röntgenbild hat man keine Steine gesehen bei ihr, sondern halt nur ein bisschen Grieß. Also nicht so komplett verschattet, wie man das kennt von Grießpatienten, sondern halt nur ein bisschen. Deswegen sind wir da ein bisschen, ja, kann sein, muss nicht. Naja, aktuell bekommt Nami Doppelantibiose und sie ist ein nicht feines Mädchen, weil sie nimmt ihre Medikamente gar nicht im Gehege. Sie hasst es einfach. Das stimmt nicht ganz so. Ein paar Medikamente mag sie wohl, aber das Problem ist, sie hasst das Antibiotika abgrundtief. Und sobald man ihr das gegeben hat, hat sie diesen ekligen Geschmack im Mund und dann mag sie auch das andere nicht mehr. Wenn man das aber zuerst gibt, dann findet sie das nicht so doof, aber das Antibiotikum hasst sie abgrundtief. Das nimmt sie nicht freiwillig. Also morgens muss ich sie auch immer rausnehmen. Das findet sie natürlich kacke und ich finde es auch kacke. Und du willst jetzt auch nicht gezeigt werden oder was ist da los, hä? Nami! Was ist denn los bei euch? Ihr seid doch sonst immer so Kameraschweine, hm? Heute nicht so. Naja, auf jeden Fall haben wir demnächst nochmal ein Tierarzttermin. Da lassen wir bei ihr nochmal alles prüfen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also sie nimmt jetzt auch schon ungefähr einen Monat. Ja, 3 Wochen. 3 Wochen sind es genau, ungefähr. 3 Wochen die Antibiose. Ja, und dann mal gucken. Also aktuell quiekt sie noch ein bisschen beim Pipi machen. Das ist aber schon deutlich besser geworden. Das war am Anfang ganz, ganz schlimm. Und sie hat ganz, ganz viel getrunken. Und jetzt ist das auch schon weniger geworden. Ja, gibt's sonst noch was zu sagen? Ich glaube, das sind aktuell unsere Baustellen. Ja. Auch Tsunami? Nö, das war's. Blasenentzündung ist auf jeden Fall schlimm genug. Ja. Sie frisst auf jeden Fall noch normal. Das ist schon mal gut. Und sonst ist sie auch richtig gut drauf. Das freut uns natürlich sehr. Jetzt bist du hier hingegangen und willst da nichts trinken, wa, mein Schatz? Süße Maus. Ja gut. Das war jetzt soweit das Update. Das ist der aktuelle Stand zu der Gesundheit unserer Schweinchen und dem Krankenstand, den wir so im Alltag bewältigen. Genau, und warum die Schweinchen so viele Medikamente bekommen. Weil 3 davon chronisch krank sind. Ja. Und bei 2 müssen wir nochmal abwarten, wie sich das entwickelt. Also bei Ruki mit den Augen und bei Nami mit der Blase. Shiro ist echt süß, wie es mal wieder reinliegt. Ja, die kuschelt da richtig einen ab. Na gut, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Wenn es noch Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Genau, wir beantworten sie. Oh. Ja, da willst du ganz in Ruhe schlafen und dann kommt der Bumi da an, ne? Bumi ist halt aber auch wieder, ja, wild drauf. Ja, ist echt so. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gern ein kostenloses Abo da. Über ein Like und Kommentare freuen wir uns auch immer sehr. Tschüss! Tschüss!